Ein einziges Südtiroler Derby steht am ersten Spieltag der Oberliga auf dem Programm. Aufsteiger Stegen empfängt Tramin und legt gleich einen Traumstart hin. 14. Minute, Jonas Knapp flankt in den Strafraum. Eichner springt höher als Facchinelli. Das 1:0 für die Pusterer. Besser hätte Stegen in die Oberliga nicht starten können. Der 19-jährige Laurin Eichner bringt seine Mannschaft mit diesem Kopfball in Führung. Nur 8 Minuten später schickt der Torschütze mit diesem herrlichen Steilpass Matteo Simula zum Konter und Matthias Zellner ist zum zweiten Mal geschlagen. Gerade mal 22 Minuten sind gespielt, die Pusterer führen 2:0. Die Freude der Hausherren wird aber gleich gedrosselt. Den Traminer Freistoß von Kapitän Simon Greif pariert zwar Fabian Masoni, aber genau vor die Füße von Alex Pitscher. Der lässt sich nicht zweimal bitten und verkürzt auf 1:2. Dabei bleibt es auch bis zur 81. Minute. Dann sieht Falkensteiner nach diesem Foul Andalpiaz gelb-rot. Die Traminer nutzen die Überzahl und gleich in der Schlussminute nach dieser Flanke von Baldo mit Simon Greif zum 2:2 aus. Und es reicht sogar zum Sieg, denn in der Nachspielzeit spielt Rabensteiner mit diesem Lupfer Alex Pitscher frei. Der steht nicht in Abseits und verwandelt eiskalt zum 3:2 Endstand. Eine herbe Enttäuschung für Stegen. Nein, Scheiße, auf der Eis gesagt, ist das, ja, wir haben das Spiel kontrolliert eigentlich. Das ganze Spiel ist mir vier gekommen. Wir haben halt die Bläderrote Kaste gekriegt, noch in der, ich glaube, 80. war es in der Richtung. Und dann sind sie halt gekommen, noch einmal mit der zweiten Lunge, haben sie noch einmal die zweite Luft gekriegt und dann haben sie ins. Clever, sie sind halt clever, eine gute Oberliga-Mannschaft und wir müssen halt noch Instas dazu lernen und schauen, dass wir da vielleicht noch das 2:2 über die Zeit retten und nicht noch in der letzten Minute das 3:2 kriegen. Aber von mir aus gesehen haben wir heute ein super Spiel gemacht, wir haben das umgesetzt, was die Trainer-Fans verlangt haben und wir müssen so weiterspielen, dann werden die Punkte schon kommen. Gestartet ist am Wochenende auch die Landesliga. Scheiner mit Stefan Gasser trifft in Rifjan auf den Ex-Club des Trainers Weinstraße Süd. Die Gastgeber gehen in der 14. Minute überraschend die Führung. Florian Dosser setzt sich am linken Flügel durch, passt in die Mitte. Gästetorhüter Donato wird kurz ab, dann versucht es Veit Gögele. Auch sein Schuss wird abgeblockt und schließlich ist es Jakob Gögele, der mit dem Kopf zum 1:0 abstarbt. Danach dominiert Weinstraße Süd die Partie, kommt aber erst 20 Minuten vor Spielende nach dieser Flanke von Neuzugang Loyola und dem Kopfball von Kapitän Michael Palmer zum hochverdienten Ausgleich. Der Pechvogel des Tages ist aber Fabio Bertoldi, der Mittelstürmer der Unterlandler, trifft gleich dreimal den Pfosten, wie hier in der 86. Minute. Und so bleibt es beim 1:1 unentschieden. Die Begegnung zwischen Aufsteiger Ridnaun und Eppan ist bis zur 80. Minute recht ausgeglichen. Dann dieser Traumpass von Osema auf Dunkirk. Der ehemalige Ridner bleibt vor Kofler cool und verwandelt sicher zum 1:0. In der 94. Minute die endgültige Entscheidung. Ecke Giacomo Osema und der Pass ganz genau. Eppans Mittelstürmer zirkelt den Ball direkt in den Kasten. Ein tolles Tor. Eppan gewinnt 2:0 und holt nach 1,5 Jahren endlich wieder einmal 3 Meisterschaftspunkte.